Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Orient the Will of the Wisps. In der letzten Folge habe ich vergessen, den Intro-Wolf einzublenden. Ich hoffe, das mache ich diesmal besser und ich habe letztes Mal auch richtig komisch geschnitten, so richtig hektisch und so. Mal gucken, vielleicht kriege ich das diesmal besser hin. Auf jeden Fall haben wir in der letzten Folge diese coole Fähigkeit bekommen, unter Wasser zu dashen. Die finde ich sehr, sehr cool. Und das ist so geil, wenn man aus dem Wasser rausdasht, dass man dann so richtig hoch fliegt. Ich liebe diese Fähigkeit. So, und mit dieser Fähigkeit können wir jetzt auch endlich durch diese komischen Steine, durch die wir in der letzten Folge nicht konnten, nämlich die hier, nämlich einfach durchdashen. Und jetzt ist wieder ein neues Gefilde. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass wir das machen können. Ui! Auch wenn hier alles wirklich uns auffressen will und das nicht nett ist. So, aber ansonsten sieht hier eigentlich alles ziemlich... Oh nein, es sieht hier alles ziemlich clear aus. Warte, ist das Sand? Kann man da einfach durch? Nee. Okay, oh, hier brauchen wir nochmal eine neue Fähigkeit. Interessant, interessant. Weil ich dachte ja eigentlich, dass das Wasser hier dann irgendwie wieder trüb ist. Das hatte man ja auch schon bei Orient the Blind Forest. Mit Quorlok stimmt etwas nicht, Beeilung! Oh nein, nicht der Quorlok. Quorlok, was ist mit dir? Und deswegen dachte ich, hier müssen wir auch irgendwas machen. Oh, er hat ganz komische Augen. Quorlok, geht's dir nicht gut? Quorlok, was ist mit dir? Warum sind deine Augen so komisch? Oh, er guckt aber auch ganz... Hallo? Frisst du bitte nicht mein Sein auf? Bist du behindert? Okay, irgendwas ist mit Quorlok passiert. Und das sieht auch nicht gut aus, dass das Wasser unter ihm so... rötlich blubbert. Nein, Quorlok wird von diesen komischen Wasserwesen eingenommen. GG. Oh, Quorlok will uns fressen. Alles klar, nee, da habe ich gar keine Lust drauf, Quorlok. Sorry, aber nee, lass mal nicht. Oh, danke, danke, dass du es aufgemacht hast. Wieso muss man immer flüchten in diesem Spiel? Aber was sind das für komische... What the fuck? Da kommen irgendwelche komischen Hände aus dem Boden. I don't like this. Hey, ist das jetzt ein Frosch, was uns da angreift? Oh, nee, warte. Ich habe dir gar nichts getan, Quorlok. Ja, diesen komischen... Nein, nicht runterziehen, nicht runterziehen. Mach nicht diese. Oh Gott, wieso ist das so? Nein, lass mich doch mal alle in Ruhe. Zum Glück macht man Schaden mit diesem Dash. Wieso will ich mal alles fressen? Und hat er mich einfach bekommen, der Arsch. Oh, hab ich gewonnen? Hab ich gewonnen? Oh, er ist ganz weit weg. Ich bin richtig weit vorne. Leute. Oide. Nein, jetzt muss ich wirklich noch gegen ihn kämpfen, oder was? Oh nee, er hat eine Bossleiste bekommen. Aber ich habe gegen den doch schon mal gekämpft. Okay, warte, jetzt müssen wir erstmal checken, was hat denn überhaupt. Aua, alles klar, er will uns einfach fressen. Nicht mit mir, geh mal weg hier jetzt. Da habe ich... Warte, warte. Ah, ich weiß die ganzen Dinger nicht. Den kann ich doch bestimmt auf ihn raufschmeißen. Oh ja, das macht gut Damage. Ja, spuck weiter auf mich. Ich liebe das, wenn du auf mich spuckst. Spuck weiter. Au. Hey, lass deine... Das ist unfair. Hallo, lass doch 1 gegen 1 kämpfen. Ja, er cheatet halt immer. Wie er einfach nicht 1 gegen 1 kämpfen will. Alles klar, komme ich halt da nicht ran. Kein Ding. Da habe ich doch gesehen, dass du mich anspucken wolltest. Aber nicht mit mir. Nein, nein, nicht... Aua, nicht mit mir. Und auf... Feuerkarte auch noch. Alles klar. Oh, jetzt, erst... Jetzt können wir ihn richtig geil kaputt machen. Ich habe das doch gesehen. Hier, ich kenne doch deine Schwachstelle. Ja, das kannst du gerne machen. Nee, ja, mach nochmal. Ja, nee, so, dass du mich bitte nicht triffst. 1, nochmal bitte. Oh, da jetzt, meine Chance. Oh, er hat so viele Leben, ey. Aber diese Bosskämpfe in diesem Spiel sind schon ganz schön fresh. So, wir müssen hier auf jeden Fall schön von oben. Oh, nein, nicht. Au, warte, ich muss mich auch mal heilen. Wie verheile ich mich? Lass mich mal kurz. Ich muss mich heilen. Ich weiß nicht, wie ich mich heile. Mit B, wo ist B? Wo ist B auf diese Tastatur? So, B. Ah, okay, Heilung. Ja, ist mir egal. Ich verbrenne gerne. Verbrennen ist immer eigentlich ganz witzig. Verbrennen mag ich. So, spuck mal. Was sind denn das auch für komische Dinger? Ich weiß auch gar nicht, was er das genau hat. Ich weiß, dass das dieses komische Wasserviech ist. Ja, guck mal, jetzt macht er sogar eine Wasserattacke. Alles klar. Wasser mag ich doch hier. Let's go. Wasser. Im Wasser bin ich doch. Das ist doch mein Zuhause hier im Wasser. Da fühle ich mich doch wohl. Glaube ich. Eventuell. So, willst du nochmal spucken? Nee? Okay, ich weiß gerade nicht so ganz genau, was du von mir willst. Lieber Quorlok, was ist dein Problem? Und was ist dein Begier? Das ist ja jetzt irgendwie... Ich weiß nicht... Warte mal. Also wir können natürlich an ihn ran und ihn einfach hauen, aber das macht ja kein Damage. Aber vielleicht ist das ja der Plan. Kein Damage machen. Weil wir wollen ja eigentlich nichts töten. Und die Kacke ist, wir können ihn nur angreifen. Was ist das denn? Das ist ja cool. Ja, so ein komisches Ding. Aua, wir wollen ihn da gar nicht töten. Au, nee, nicht auffressen. Was ist das denn? Nein, ich darf auch nicht raus hier. Ich habe mich selbst getötet. Muss ich jetzt von ganz Anfang wieder anfangen? Oh nein. Oh nein, ich will nicht von Anfang an. Wieso ist das denn sowas? Hä? Er macht was anderes. Er hat einfach den Boden aufgeschlitzt. Das hat er letztes Mal nicht gemacht. Oh, das ist jetzt schwieriger geworden, weil man ihn beim ersten Mal nicht besiegt hat, oder? War das nicht bei der Spinne auch so? Dass man, wenn man die sofort besiegt hätte, dass es dann leichter gewesen wäre. Aber weil ich jetzt halt stumm war und den Boss schon kenne, wird er jetzt schwieriger. Bisschen
wack, aber irgendwie auch cool, dass die Entwickler das so gemacht haben, wenn das dann wirklich so ist. Okay, ich glaube, das ist gut bei dem, wenn man ein bisschen langsamer agiert. Also, dass man ihn einfach machen lässt und einfach guckt, wann man ihn wirklich angreifen kann. Weil dann ist er irgendwie einfacher. Das Blöde ist halt bei ihm, man muss aus dem Wasser raus. Also so wirklich raus, damit man ihm überhaupt Damage machen kann. Aber an sich sieht das doch gerade ganz gut aus. Ich habe relativ viele Leben. Er hat noch nicht seinen komischen Wasserscheiß gemacht. Also, dass er unter Wasser mich angreifen will. Genau, wenn ich das sage, macht er das natürlich. Und ich gehe auch erstmal in diesen blöden Stein rein. Das ist voll die assige Attacke. Man darf. Das ist so ein ganz kleiner Grat nur, wo man hingehen darf. Also sowohl oben als auch unten. Und man darf da nicht gegen die Steine. Ja, okay, das war klar, dass er mich da trifft. Bisschen uncool. Okay, ich gehe jetzt einfach aufs Ganze, Leute. Aufs Ganze. Let's go. Wir müssen ihn jetzt vernichten, sonst bin ich nämlich gleich tot. Das wäre nicht cool. So, hier nochmal so ein Teil. Komm her jetzt. Aber bei den Teilen ist das zum Beispiel besser, einfach unter Wasser zu bleiben, weil die Dinger richtig langsam sind. So. Okay, jetzt, jetzt, jetzt. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Vernichte den noch einfach. Danke. Ist er tot? Er ist noch nicht tot. Ja, wir haben ihn besiegt. Oh mein Gott. Mein Sentinel hat es geschafft. Haben wir Kolok gerettet? Ist dieses komische Wasserviech jetzt endlich tot? Oh, er beschreit sich selber. Lass mich los, blödes Wasserviech. Nein, bitte. Kolok, ich rette dich. Oh, hast dich selbst gerettet? Hast dich schon aufgefressen? Sehr gut. Oder seid ihr jetzt beste Freunde? Ist das jetzt ein kleines Kuscheltier? Braves kleines Kuscheltierchen. Oh nein, seine Augen. Dein Licht wird stärker. Die Kraft des Waldes ist sicher. Wir können den Schaden vielleicht nicht rückgängig machen. Dennoch können wir Neven eine zweite Chance ermöglichen. Finde die Irrlichter, bring sie wieder zusammen. Und die Muki. Pass an meiner Stelle auf sie auf. Hüte das Land. Du allein magst dazu imstande sein. Doch ich habe keine Kraft mehr. Danke, Ori, dass du mich gerettet hast. Aber meine Zeit ist gekommen. Auf Wiedersehen, Ori. Ach Mann, alle unsere Freunde verlieren wir. Kolok war gar kein Böser. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, er ist böse, weil er so komisch drauf war. Aber er wurde einfach nur von diesem komischen Wasserviech eingenommen. Kriegen wir jetzt seine Seele? Ist das seine Seele? Hallo, kleines Kerlchen. Du bist ja ein süßes kleines Kerlchen. Du leuchtest so schön. Ach, das ist das Irrlicht. Von diesem Wasserviech? Oder wovon war denn das jetzt? Ach man, voll sad. Wieso stirbt denn alles? Okay, wir haben jetzt unser erstes Irrlicht. Und wir müssen ja, glaube ich, alle Irrlichter finden. Das habe ich auch in der letzten Folge falsch gesagt, um nämlich Kuro zu retten. Ich habe, glaube ich, gesagt, dass das dieser Gumo ist. Aber war gar nicht so, Leute. Gut, das heißt, nächstes Mal, hier haben wir jetzt alles fertig, werden wir dann zu einem der anderen Irrlichter gehen. Entweder zum höchsten Berg, wo wir, glaube ich, noch nicht hinkommen. Habe ich ja schon mal probiert, ging nicht. Unter den Wanderdünen, aber wie, okay, ich habe keine Ahnung, wie ich zum nächsten Irrlicht komme, aber wird sich bestimmt irgendwie aufklären. Ich würde halt gerne auf den höchsten Berg. Aber letztes Mal ging das nicht, das war dieses komische Eisgebiet. Na, mal gucken. Dann auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, ob ihr beim nächsten Mal da seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.